Wir machen direkt weiter mit dem Spiel, worüber wir eigentlich die ganze Zeit warten. Rede ist von Deadlic, nämlich Deponia Doomsday. Wir haben damit zuletzt angefangen und machen jetzt an dieser Stelle weiter. Vielleicht auch nochmal in der nächsten Episode, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Schiff angekommen und müssen jetzt natürlich... Was muss ich übersehen haben? Stimmt. Und zwar, wie ich lässig in meinen wohlverdienten Sonnenuntergang reite. Und wie du an das dafür notwendige Pferd gekommen bist. Du kriegst offenbar gar nichts mit. Genau, wir sind jetzt hier nämlich auf diesem Schiff gelandet und wissen nicht mehr so ganz so richtig, wie wir jetzt hier wegkommen. Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Hm? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Nein. Mindy? Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack! Glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du, ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen. Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit?
Ach, sag schon. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Tja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Jetzt schubsen wir ihn da rein. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Bitte gib deine ID-Karte ein. Was soll das denn jetzt? Okay. Ist hier denn noch was? Ach, der Laserpointer. Jetzt für einen echten Laser. Dafür brauche ich nur meine Finger und eine falsche Identität. 10 von 11. Sauber. Ach, warte, hier. Die ID-Karte. Von hier aus komme ich da nicht ran. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Ja, genau. Ich brauche irgendwas. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem. Das haben wir gleich. Okay. Jetzt steckt er nicht mehr fest. So, ist hier was? Von hier aus komme ich da nicht. ID-Card. Gehen wir
zur Röhre. Von hier aus komme ich. Richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf dieses interessante Detail. Da hilft auch kein Gegengift. Mein Vorschlag, ausbrennen. Da hilft auch kein... Mein Vorschlag... Dieses Dingsi-Bumsi erfüllt bereits seinen Zweck. Es Dingsi-Bumst. Aber das ist nicht richtig. Meine Sensoren konnten mich nicht identifizieren. Was? Bitte gib deine ID-Karte rein. Was soll das denn jetzt? Okay. Hier durch, hier rum, hier hoch. Mein Fuß, du Kröte. Ja, okay. Ich bin Papa unmöglich. Jetzt reicht's aber. Stopfen wäre noch zu gut für ihn. Was zum Au? Autsch! Ah! Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Mir ist auf einmal so... Ja, ja, wie ist mir denn? Hier aus komme ich da nicht ran. Oh, oh. Was denn jetzt noch?
kömmt. Jetzt heißt es, sich sputen. Kömmt. Es kömmt. McConnickel einmal ein Gegengift geben. Hier, nimm das. Dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! Und? Geht's wieder? Schon, aber... Was für ein Teufelszeug hast du mir da gegeben? Es sollte dir besser gehen. Ein bisschen mehr Dankbarkeit, ja? Ich habe dir immerhin das verpfuschte Leben gerettet. Richtig. Aber um welchen Preis? Was stimmt bloß nicht mit dieser Belüftungsanlage? Aufhören! Bitte aufhören! Ach, sei doch glücklich. Aufhören! Bitte jedes aufhören. Böhnchen gibt halt ein Tönchen, ne? Aufhören! Bitte aufhören! Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren! Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher! Hey, du da! Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist, sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollten sie mir noch vorstellen. Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind. Vergessen? Himmel, Cletus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt. Aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf die Zivilisten. Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Was ist los, Cletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Oh
Tod finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Ja. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Ja, ist so. Fahrstuhlkehr. Keiner da. Okay. Gut. Retour. Achso. Da. Rechts kann ich nicht, nur nach links. Okay. Die erste Tür. Cool. Verdammt. Da muss ich mich wohl auf mein detektivisches Gespür verlassen, um Ulysses nicht über den Weg zu laufen. Ja. Oder ich folge einfach der engelsgleichen Stimme da, durch diesen Durchgang da vorne. Kannst du die auch anziehen? Was die Peter wohl dazu sagt? Die Peter. Klopf, klopf. Darf man eintreten und beim Duschen stören, meine bezaubernde Silhouette eines alten, nackenbehaarten Mannes? Hey, Dad. Ich wollte mit den anderen für ein paar Tage auf den schwebenden Gärten zelten. Nur zu. Solange du nicht wieder die Parkwächter zu Musikdatasettenspielern umprogrammierst. Du bist der Beste. Oh, nicht doch! Scheibenkleister! Ich habe sie verpasst! Hey, wer ist da? Was haben Sie hier verloren? Zimmerservice? Ein Klon? Sind etwa die Dienstbots wieder defekt? Ja! Es grassiert gerade eine Robokulose-Welle. Sehr ansteckend. Auf Ebene 5 husten sogar schon die Toaster. Ist das so? Ach, egal. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Sehr wohl. Gut. Raus. Los, raus. Also, ich würde mir hier die ganz gerne die Kohlenzange noch anschauen. Und rausgehen am besten. Weil hier läuft ein Timer. So. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenne keinen Gufus. Das heißt ja auch Rufus. Kuschus? Kuh. Nein, Huh. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... Ach, egal. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Also, schnell zum Fahrstuhl. Hier ist ein Gegengewicht drinne. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Oh, nee. Nee. Wo wollen wir denn hin? Habe ich da Ältestenrat? Und das ist Schleuse. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Moment. Das war... Probier's!
Okay, ich häng den wieder an. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Was du leider nicht hast, das ist das Problem. Dafür brauche ich... Und... Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. Oh, so grießgrämig. Dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem. Ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Macht nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Ach du dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquäten lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Aber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Willkommen in der Funzone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! 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 Hat das Hauke gesprochen? Würde mich gerne mal interessieren. Bällebad, Pool, Golf oder Autorennen? Wir fangen mal mit dem Bällebad an. So, jetzt müssen wir hier. Pfeiltaste stellen, das ist gut. Aua! Was ist denn hier einer? Da! Oh! Die Steuerung ist so schwierig. Da! Dahinter versteckt. Okay. Ab zum Pool. Golf. Ah.
habe Spaß. Wie sollst du hier Spaß haben? Später daneben. Das Einhorn muss uns leider immer diesen komischen Ball geben. Schon mal besser. Oh, fast am Ziel. Nochmal. Oh. Fast. Fast. 10.000 Punkte, ne? Okay, ich probiere es noch einmal. Der war gut, aber nicht schön. Okay. Stopp! Nein! Mist! Also du darfst, kannst es nicht abbrechen, nicht überspringen. Du musst es erst schaffen. Ah. Okay. Bisschen zu doll. Nochmal. Ich habe mir Golf eigentlich einfacher vorgestellt. Yeah. Yeah. Der ist drin. Oh. Oh. Autorennen. Okay. Mehr geht nicht. Ah, doch. Oh. Fun Score. Das war lustig. Himmel. Hört noch an. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Oh. Ach nee, das ist nur mehr Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor. Es bläht der Chor. Also für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh oh. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist das? Okay. Zimmers,
Service. Die Dienstbots haben Robokudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Okay, ich mach das nicht. Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Ich könnte da hinten noch irgendwo lang gehen. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Da ist noch jemand im Fahrstuhl. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name spielt keine Rolle. Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Okay, wir wissen, sie ist jetzt weg. Ich gehe jetzt mal da hinten lang. Dann komme ich da. Ah. Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die kriege ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Vielleicht müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange... Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Tanner, okay. Das hast du schön gesagt. Okay. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Okay, die braucht euch ein Muster. Warte mal, hier. Wie wär's mit Monsterfußgardinen? Nein, das wäre zu gruselig. Wir wollen doch ganz viele Kinder haben. Ganz viele kleine Henners und Tanners. Okay. Okay. Das ist gruselig. Ja. Das ist wirklich gruselig. Okay. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Nein. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr, dass die Fun-Zone das Richtige für dich wäre. Nein. Okay, nochmal. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Ronny! Oh. Ronny. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein... Nein. Zur Schleuse. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Und wieder verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch feige durch den Luftschacht poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben.
Und jetzt muss er noch einmal Grill-Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut aufhatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Wo kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? Du, Mac? Ja? Also wirklich nur mal, ne? Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa -12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Kronenkar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gerne. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronokar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreiben. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Unten ist aber Echsenhaut. Ah, Moment. Ich könnte die da oben gebrauchen. Klippedimm ist das laut, ne? Yes. Ronny! Ja. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein. Nein. Zurück. Wie du willst. Ich glaube. Also, er will mich jetzt wieder in die Fun-Zone schicken. Kann er damit was anfangen? Guck mal, ich mache gute Fortschritte. Solange sich die Zeit wiederholt, kann man wohl kaum von Fortschritt sprechen, oder? Ja, stimmt auch wieder. Ah, hier ist der Schlegel. Ja, stimmt. Der Schlegel. Ich brauche ja den Schlegel im Fahrstuhl. Chill-Out-Zone, untere Schleuse, Fun-Zone, Habicht, Ältestenrad.
Küken, Mini-Küken. Aua, heiß! Okay, ich raub die lieber wieder rein. Nee, darf ich nicht. Oh, schade. Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Fanzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ja, okay. Okay, hier kann ich nichts machen. Achso, Datasetten einlegen. Ja gut, okay, das kann ich nicht. Da ist irgendwas, da ist irgendwas. Gehen wir erstmal dahin. Massage. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Auf jeden Fall ist da eine Tür. Wurst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Wurst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Okay. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Okay. Ja. Da ist eine Klappe. Eine Datasette. Alles hier erinnert mich an Golden. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Sonst ist hier nichts, ne? Nö. Ich kann hier nur irgendwas reinpacken. Ist aber jetzt nicht was. Mehr haben wir hier auch nicht. Hier ist auch nochmal eine Klappe. Machen wir sie auch nochmal kurz auf. Auch eine Datasette. Okay. Nochmal in den Fahrstuhl. Und gehen zum Habitat-Swing. Okay, da waren wir schon. Ich hab hier was. Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Ah. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Oh. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment... Ach, Tenna. Okay. Ja, genau. Wirk. So. Dann gehen wir doch wieder hier rein. Nehmen wir uns die Kohlenzange. Und gucken uns jetzt hier mal kurz ein bisschen um. Ja, mir Bilder, ja, ist Cole klar. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Ich nenne es Etüde für Cole in A7 oben kariös. Oben kariös.
Ich bin am Ziel. Und es ist noch viel schöner, als ich es mir in meinen feuchtesten Träumen ausgemalt habe. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Schrumpelpumpelhaut. Okay. Okay. Die ich das hiermit verwenden kann? Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Totfall. Verdammt, warum habe ich ihn schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Okay, ich habe eine Idee. Kennt ihr auch diese Idee? Nein, danke. Und vielleicht noch ein... Gott, Tenner. Okay. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen? Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Okay, also ist es tatsächlich... Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Ah. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Okay. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Okay.
Okay. Bällebad. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Okay. Ach, hier ist nichts weiter. Okay. Da fehlt ein Klangstab. Ja. Da fehlt ein Klangstab. Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß. Du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Mal wie viele Punkte bin ich, ey? Himmel. Hört nur halt. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Wie viele Punkte? Wie viele Punkte? Du, ich glaube, da hinten will einer was von dir. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Ach, nur mehr Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren. Und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Okay, ich weiß, worum es geht. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, Zimmer, die Diensten. Na, wir bringen sie. Okidoki. Okay, Moment, halt. Hier, ich nehme den Helm. Zurück, raus. Raus. Hier zum Terminal mit dem Helm. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen! Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich es vermiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann, pass mal auf! Ich wusste, dass du blöffst. Mach's gut, Dad. Verdammt! Das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen.
Ah, was sind denn jetzt die richtigen Notfallcodes? Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind Sie immer noch da? Okay. Also, das Hebelchen sollten wir mitnehmen. Dazu werden wir jetzt natürlich wieder in den Fahrstuhl fahren. Ja, in den Fahrstuhl. Ja, Ronny. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein. Nein, ich muss... Na, los! Los geht's! So. Natürlich sind sie wieder weg, deswegen nehme ich den Schlägel. Ich nehme auf jeden Fall die Lederhaut. Gehe dann in den Fahrstuhl, hänge diesen Schlägel hier an. Nein! Nein, Entschuldigung. Wo soll ich denn? Du könntest ein wenig... Nein, ich... Na, die sind ja los! Ich bin da schon. Ich habe nicht an mich gedacht. Entschuldigung. Ich muss ja meinen Schlägel nehmen. Und mit dem Schlägel kann... Hier rein. Sag mal, das war Fistubanause. Okay. Raus. Hier rein. Fahrst du? Nehmen wir uns den Drink mit. Und ein Bällebad. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Okay, gehen wir in den Fahrstuhl. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Nein. Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht sollte ich... Okay, dann nehmen wir den weißen Kern und stecken... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Ist Musik drin? Das ist auch so. Vielleicht soll... Das ist auch so schon. Vielleicht sollte ich doch mal... Okay, Moment. Moment, wir haben doch noch... Moment, genau. Chili Chill Zone. Haben wir hier ein rotes Licht? Aua, heiß! Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Nee. Auch eine Lampe. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke.
Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. So. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Genau. Den setzen wir auf, oder? Okay. Chill out zone. Okay, Moment. Falsch. Mal hier können wir doch sicherlich. Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. So, jetzt haben wir das. Ist ihm das jetzt schon rot genug? Ich glaub nicht. Igitt, was für ein wurstiger Sound! Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay, okay. Das braucht keinen Hut. Immerhin regnet es ja nicht in meinem Mantel. Das ist nur etwas ausfallende Feuchtigkeit. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Was mache ich denn damit? Mit dem Drink? Okay, Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Ach, warte mal, wollte nicht jemand hier einen Drink haben? Hier. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Ah, okay. Moment. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Oder so? So. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Sehr schön.
Okay. Schalter, Computer, Computer. Im Moment ist diese Funktion leider nicht verfügbar. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Ja. Wirklich, hurra. Nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich gern gemacht. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Kann ich aber nicht nehmen, ne? Okay. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke ich. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Genau. Nichts ist sicher. Brauchen wir halt immer noch eine Datasette, ne? Das solltest du lieber sein lassen! Und wenn nicht... Wow. Ich habe dich gewarnt! Ach nee, diese Festplatte ist doch so schon zugemüllt. Upsala. Es ist passiert, was passieren sollte. Ja, es ist nicht das Spiel abgestürzt. Nein, so schlimm ist es nicht. Okay. Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay. Dann was anders. Dafür brauche ich nur meine Finger und Ahnung von... Und die habe ich zuhauf. Dass ich die Finger brauche, war... Okay, ich komme damit aber gerade nicht weiter. Was? Was tust du denn da? Wir werden mit einem Mal so... Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ich brauche die 10.000 Spaßpunkte, um den Ältestenrat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Kann sein. Mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg! Aber hey, nicht so schlimm! Das meiste war eh nur Ballast! Dienstbordsteuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher! Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge! Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte! Ich schalte dir den Scanner ein. Piep! Siehst du? Halb so wild! Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Ja! Yeah, ratzefatze! Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep, 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 piep,
Wie jetzt? Echt? Na klar! Ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding! Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst! Aber gerne! Trink! Fasservorräte werden abgelassen. Party! Wuhu! Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte! Wow, Glückwunsch! Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange, sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger mal. Aha. Danke für nichts. Keine Ursache, das ist mein Job. Okay, also jetzt in den Fahrstuhl, in den Chillzone. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzummel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Oh. Ich würde ihn ja mitnehmen, ne? So, Streifenzobel hast du gesagt. Müsste man hier irgendwas reinpacken, aber... Ja, ich hab nichts zum Reinpacken. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage? Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Ach, okay, gehen wir mal noch hier rein. Hier war ich noch gar nicht drinne. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Genau. Genau. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. Okay, okay. Also, gehen wir wieder in den Fahrstuhl, wieder zum Computerkern. Nehmen jetzt hier Sind da auch die Spaßpunkte aus der Fun-Zone drauf gespeichert? Und ab! Das solltest du lieber sein lassen! Und wenn nicht... Wow. Hiermit lässt sich die Gendatenbank wieder auffüllen? Genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und... Hui! Ab geht die Luzi! Scanne DNA-Probe. Brrr. Hui! Erkenne Spezies. Test Speichelvaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette.
Dinosaurier. Hey, du willst mich doch veräpfeln. Du hast damit angefangen. Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Du dachtest doch nicht wirklich, dass Monsterfußpantoffeln aus echten Monsterfüßen hergestellt werden, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre ja zu doof. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Cooler Zombie-Dinosaurier. Okay. Ein Drink? Okay, nein, schade. Okay. Also, nehmen wir uns diese Datasette, packen sie hier rein. Und leg einfach mal einen Schalter um. Okay, ja. Fahrstuhl? Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Nö. Okay. Da muss ich wohl in die Chillout-Zone. Okay. Okay, damit kann man dann mischen. Okay. Okay. Riesenmade. Ach, die Riesenmale kann ich ja noch mitnehmen. Genau. So, das ist jetzt Chefsache. Genau. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Oh. Aber okay. Den Drink würde ich vielleicht noch mitnehmen. Den Mixer nehme ich mit. Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Oh. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Okay. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Ach so. Okay, Moment. Nein, stopp, Tackleberry. Hä? Ich
irgendwie passt das nicht zusammen, ne? Nein, stopp, Tackleberry! Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist. Okay. Jetzt habe ich hier einen 4CL-Drink. Gucken wir mal. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Gut. Vielen Dank. Habe ich denn jetzt hier... Ich würde gerne diesen Glubschi mitnehmen. Für einen Cocktail braucht man mindestens... Und Ei... Schade, okay. Ich mache diese Klappe mal auf. Und guck mal, was passiert, wenn ich die Datasette da einlege. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ja. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Gott. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Okay. Also, hier haben wir ja noch eine Klappe. Guck mal, was hier passiert. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Okay. Oh, hat das Matsche gemacht. Eieiei. Okay. Computer. Wir wollen einmal ein bisschen was scannen. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Ja. Ohne mich hier aber brauchen... Dafür brauche ich und die hat, dass ich die Finger brauche. Irgendwie war auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencode gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn sie gelöscht worden sind? Du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Okay. Okay. Nee! Nein! Ich bin untröstlich. Die Funzone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ah, okay. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist... Und vielleicht... Gott, Okay. Nein, danke. Alles... Und... Gott, genau. Okay. Ist hier irgendwas noch? Was... Nee. Okay. Keiner da. Ich hab so eine Idee. Ach so, der kommt ja nicht mit, weil er entsprechend, weil unten ein Problem ist. Genau.
Also muss ich... Ah, Moment. Chillout. Einmal hier in die Cocktailbar. Die Made in den Mixer. Fischkatze. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magen, Matt. Jetzt packe ich das Matt hier rein. Und setz ihm diese Madenwurst vor. Ganz einfach. Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Okay, jetzt ist er glücklich, ne? Ja, okay. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Und dein Plan ist was genau? Hier so lange sitzen bleiben, bis sich das Problem von selbst behoben hat? Ich weiß, die Aufgabe ist für einen Würdenträger eigentlich unzumutbar. Aber für das Wohl meiner Untergebenen nehme ich diese Bürde gerne auf mich. Okay. Kriegen wir hier was hin? Aufhören! Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Okay. Haben wir ja hier. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Okay. Cocktailbar. Mixer. Alles lässt sich mit dem Mixer klären. Fortuna hat die Karten neu gemixt. Mir ein frisches Blatt zugeteilt. Und ich habe nicht vor, meine Trümpfe ungespielt in die Moulinette zu stopfen. Schade. Schade. Aber wir können sie ja... Moment. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Ah, nee, Entschuldigung. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Jetzt habe ich Plastikdämpf, also Plastik. Das schmiere ich ihn jetzt ein. Ist das heiß? Schnauze, das muss so. Aua! So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich stehe auf eine weitere Massage. Aber diesmal von einem Profi. Okay. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Aber wir haben ja jetzt ein bisschen Haare bekommen, ne?
Vielleicht wäre das ja was für die zwei hier oben. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir gehen in den Fahrstuhl. Gehen da mal zum Computerraum. Und werden dann jetzt mal ein bisschen scannen. Scanner-DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. War ja klar. Okay. Achso, ich sollte vielleicht die Datasette mitnehmen. Haha. So. Okay. Dann gehe ich erstmal hoch. Hier das streichelt hier rein. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay. Hier war entsprechend der Clown. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen.
Okay, er ist glücklich. Das freut mich sehr. Also müssen wir jetzt hier zum Wolpertingenerator gehen und entsprechend Tiere züchten. Alles hier erinnert. Dabei habe ich. Okay, also. Und den. Das jetzt richtig gemacht? Ah! Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Nein. Das nein. Ist so nein, das ist kein Streicheltier. Entschuldigung, den. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Welch Wonne! Schön. So, kommst du jetzt nur mit? Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite. Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr intelligent. Vielleicht sogar intelligenter als so manche Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Das hast du doch gerade. Hätte ich nicht deine. Okay. Nochmal rein. Oh, was? Ein Streich? Oh, es. Okay, ich überspringe das mal kurz. So. Jetzt spreche ich mit ihm. Danke. Unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Okay. So, kommst du nun? Ah, du schon wieder. Was gibt's? Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig. Wissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er okay. Riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Ja. Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Ach so. Danke, ach so, stimmt. Ich habe ja 10.000 Punkte. Ich bin untröstlich. Oh. Die Funzone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Schade. So, er ist glücklich.
Er ist auch glücklich. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit. Okay. Ist gut. Aber um den Laden voll zu bekommen, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Warte mal, muss ich jetzt hier noch? Moment. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Moment. Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war die falsche. Wir brauchen die. Okay. Achso, wir könnten natürlich auch was zusammenbauen, ne? Okay. Also. Jetzt habe ich die Datasette unten vergessen. Ach nee. Entschuldigung. Ich muss noch mal runter. Ich muss die Datasette mitnehmen. Sonst klappt das nicht. Okay. Chill out. So. Sette 1. Und Datasette 2. Also. Also, wir brauchen nee, die braucht er ja. So. Ja. So. Probieren wir es mal aus. Hier hin. Wie ist das, glaube ich? Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein... Ich fühle... Ja. Entschuldigung. Wie jetzt? Was für... Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Ja, weiter. Nochmal hier in den Computer kehren. Jetzt stecke ich hier nochmal die DNA rein. Thank you.
mir das nichts. Mist. Ah. Sein, ne? Ich nehme sie nochmal mit. Kann nämlich sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. So. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein Buh. Ja, Buh. Okay. Fangen wir mal an mit irgendwas, was wir hier drin haben. Was haben wir denn hier? Das streichelt hier. Also. Hat freundliches Fell. Hat Streifen. Und ist, ja, klein, ne? Ja. Eigentlich ja alles richtig, ne? Gemütfreundlich. Aber warte mal. Nee, so. Hände. Hat Hände. Euphorisch, also wirklich euphorisch, genau. Hat Schuppen. Ist groß, ja. Und ist bunt. Okay. Vielleicht jetzt. Da das hätte 3, geht hier hin, glaube ich. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Das ist ja so kalt. Upsi. Also 3 muss auf die Bühne. 3 muss auf die Bühne. Das ist, glaube ich, 1. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Okay, er ist glücklich. Welch Wonne. So. Data 3 muss hier rein. Bravo! Das ich wusste, da wäre... Gut. Und dann gehen wir jetzt in den Computer. Machen daraus... Sieht scheiße aus, ne? Ja. Shit.
Ach Mensch, das kann's doch nicht sein, oder? Das kann's doch nicht sein. Weil der Masseur auch keine Haut hat. Was? So. Nochmal hier rein. Der Masseur braucht ja Haut. Okay. Ich gehe jetzt erstmal zum Computer und guck mal, ob das funktioniert. Nicht, dass ich hier wieder umsonst laufe, ne? So viel. Das Gefühl, ich bin noch irgendwo nicht ganz richtig. So. Also. Der Masseur braucht Pfoten. Das hat er. Er muss böse sein. Ist er. Hat entsprechend auch Haut. Ratespiel, wohin uns das Ganze führt. Was ist das denn? Moment, das ist nicht ganz richtig. Noch nicht ganz. Hatte der jetzt Schuppen gehabt? Nochmal zurück. Hatte Fell gehabt. Also, ne? Vielleicht sollte ich das einmal alles tauschen, ne? So einmal alles drehen. Yeah.
immer nicht so sicher. Das ist kein Masseur. Aber das sind ja auch nie Moment. Das ist ja auch falsch, glaube ich. So, ich habe jetzt zuletzt Datasette 3 in der Hand gehabt. Okay. Okay, ich nehme nochmal die. So, ich brauche Datasette 3. Datasette 3. Und Datasette 1. Möchte was ausprobieren. Kann nämlich auch sein, dass ich da schon Fehler drin habe. Datasette 3. Ist nicht richtig, ne? Ist nicht richtig. Ich sag mal so, wenn ich den Masseur fertig habe, ne, dann ist eigentlich alles ordentlich. Okay. Jetzt mal zwei rein. Nee, Entschuldigung. Drei brauche ich. So, also der Masseur braucht Pfoten. Er muss böse sein. Das sieht so böse aus. Er braucht Haut. Das holen wir uns von dem anderen. Er muss entsprechend mittel sein. Und gelb. Gelb sieht das danach aus. Wir gucken mal. Computer. 3. Bitte. Das ist ein Clown. Aus, ne? Aber eigentlich hat Pfoten als Haut. Aber nicht gelb. Moment. Er ist mittelgroß. Gelb, was ist denn gelb?
Braun ist bunt. So, eigentlich könnte das richtig sein. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au! Ja! Au! Ja. Sehr schön. Sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind. Okay? Okay. Nummer 3 geht hier rein. Ich wurde da. Gut. Und im Streichelzug packen wir diese rein. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. Es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Sehr schön. Welch Wonne! Er ist glücklich. Danke, du hast... Heißt das... Natürlich, sag einfach... Okay. Cocktail? Nanu, was ist denn hier passiert? Hallo? Komisch, alle weg. Oh oh. Ich nehme lieber den nächsten, wenn's recht ist. Was zum Titanus war das denn? Das sieht gar nicht cool aus. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Hier. Au, ist das eng. Und da, so glitschig. Psst, jetzt. Sie sind noch da draußen. Wer ist da draußen? Phiolox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber... Bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ah! Ich wüsste einen Weg. Ah! Ach du... Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, so bekomme ich das nie auf. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Rück doch mal! Hey, was tust du? Igitt. Hey, was tust du? Rück doch mal. Bah. Und nun? Schlechte Idee. Rück doch mal! Okay, die Wasserkelle? Ich komm hier nicht weg! Rück doch mal! Uhuhuhu.
Bah. Bah. Okay, was noch? Ach so. Glitschiger geht nicht. Okay, jetzt müssen wir irgendwie... Was soll das denn? Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Abwarten. Okay. Danke, aber meine Hände sind trocken. Nee, so bekomme ich das nie auf. Okay. Hey! Git! Ich werde noch ganz glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Okay. Ist das echt? Kann ich die nehmen? Nee. Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Ja. Ein schöner Test, ne? So. Also. Findest du das lustig? Ja. Ja. Ach ja, ach ja. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffenstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Nicht alle gleichzeitig. Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Gut machst du das. Oh, der Blattgoldwald brennt. Nicht doch die Champagner duschen. Nicht doch die Champagner duschen. Oh, der Blattgoldwald brennt. Sie haben dich so super entdeckt. Shit. Wir sind schon im Koi-Aquarium. Wir glauben an dich. Shit. Der Blattgoldwald brennt.
Sie sind schon im Koi-Aquarium. Oh, der Blattgoldwald brennt. Oh, der Blattgoldwald brennt. Du schaffst das. Ja, irgendwie dann ja. Oh, der Blattgoldwald brennt. Die schöne Marmorfreske. Wir glauben an dich. Zu spät. Sie klettern die Mauern hoch. Oh, shit. Nein. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ah, Sie haben mein Bein. Ja. Beeilung. Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell. Nein. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon? Sind etwa die... Ja, verdammt, die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha, dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Jetzt geht das Ganze wieder von vorne los, ne? Ah. Okay. Okay. Helm! Interface erkannt. System verbunden. Willkommen, Herr Oberkontrollrat. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Aha. Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein, ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. So. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit. Um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden. Alpha, Beta, Epsilon. Nee, wie war das... Schnell! Es fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht! 10 Sekunden! Gamma? Irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer! Du sagst es! 5, 4... Ja, ich weiß! 3, 2... Klytis? Nein, warte. Du bist...
zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Bravo. Das war vielleicht unsere letzte Chance, nach Deponia zu kommen. Ich dachte, du willst dich nicht in den Lauf der Dinge einmischen. Die Dinge laufen momentan ja auch nicht. Für dich vielleicht nicht. Dies ist der erste und vermutlich auch letzte Tag deines Lebens. Soll ich mich etwa darüber freuen? Ja, aber halt nicht so lange. Der Tag hat nur 24 Stunden. Die Uhr tickt. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürfen gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fjulox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Brave Fjulox! Gute Fjulox! Brav! Brav, brav, brav! Fjuloxchen! Brave Fjulox! Gute überhaupt! So, habe ich sonst irgendwas? Ach, hier! Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein, das wollte ich den Fjulox überlassen. Komm schon, mach die Tür zu! Ich hab Höhenangst! Ist sie größer als deine Angst, von den Fjulox zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallsphären oder Wall. Denk nicht einmal dran. Und jetzt... Festhalten! Nein! Stopp! Ah! Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja! Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt! Ah! Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun... Blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fjulox werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fjulox, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen. Wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal einen Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer.
Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuwak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon mal die Höhe. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fluelock verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ich wollte nach Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten? Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuwak? Genau, um diese Frage aber zu beantworten, das seht ihr beim nächsten Mal bei Deponia Doomsday. Wann das soweit ist, nimmt das mal unseren Timetable-Plan. Vielleicht auch schon nächste Woche, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Abend, kommt gut durch eure neue Woche und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu coolen Games hier bei uns. In dem Sinne, schönen Abend, bis nächste Woche und ciao.